Jo Leute, Semper am Start. Es ist Ende Oktober 2019 in Japan. Es ist Herbst, es ist Taifun-Saison und die Taifun-News reißen einfach nicht ab. Jetzt gerade in dem Moment, in dem wir reden, zieht Taifun Nummer 21 an Japan vorbei, so über den Pazifik weg. Trifft zum Glück nicht auf die Insel, bringt nur ein bisschen Regen aus der Ferne hierher, aber halb so wild. Ja, es ging ja Anfang September schon los mit den Taifunen gefühlt, und zwar war es da Taifun Nummer 15, der hier auf Tokio und das Umland traf. Und der hat ja ziemlich viele Schäden angerichtet. Es gab, glaube ich, 3 Tote und es gab Stromausfälle in Chiba und weiß der Geier, also ziemlich krass. Dann kam jetzt neulich, also Mitte dieses Monats, Mitte Oktober, kam der Taifun Nummer 19 Hagibis, und der war ja richtig krass, also Taifun der stärksten Stufe. Ihr habt vielleicht das Video gesehen, wo ich mich ein bisschen gestresst drauf vorbereitet habe. Ist zum Glück für mich persönlich alles gut gegangen, und ich hatte ja dann auch abends nochmal mit Danny telefoniert, also geskypt, und wir haben ein bisschen über meine Erfahrungen geredet an dem Tag. Nichtsdestotrotz, es gab mittlerweile, glaube ich, 86 Tote und 8 Vermisste, also richtig krass, was der alles angerichtet hat. Und ja, zwischen Taifun Nummer 15 und Taifun Nummer 19 lag irgendwann, Überraschung, Taifun 17. Wer hätte das gedacht? Und zwar habe ich auch Taifun Nummer 17 miterlebt. Da war ich nämlich gerade auf Nagasaki über ein langes Wochenende und habe erstmal mein kleines Nagasaki History Video gedreht. Das habt ihr vielleicht schon gesehen, wenn nicht, ist auch hier irgendwo verlinkt. Und das war am Samstag, und der Sonntag drauf, also der nächste Tag, fiel halt aufgrund des Taifuns Nummer 17 komplett ins Wasser. Und ich hatte euch dann am Montag drauf, also wiederum am nächsten Tag, ein kleines Erfahrungsvideo aufgenommen über meine Erfahrung eben in dem Taifun 17. Und das gibt's heute. Ich muss dazu sagen, Taifun 17 war bei weitem nicht so krass wie Taifun Nummer 15 und 19, die ich hier in Tokio erlebt habe, aber nichtsdestotrotz, auch einen kleineren Taifun muss man ernst nehmen, denn Taifun ist Taifun. Entschuldigt übrigens bitte die Bildqualität im Video, ich habe es da ein bisschen versaut mit den Kameraeinstellungen. Ansonsten würde ich sagen, schalten wir einfach jetzt mal zum Senpai der Vergangenheit nach Nagasaki, und ich wünsche euch viel Spaß. Jo Leute, Semper am Strand. Richtig geil, dass ihr hier dabei seid. Und falls es euer erstes Mal hier auf dem Channel ist, dann herzlich willkommen zu den Tokyo Maniacs. Danny und ich liefern euch hier regelmäßig unsere Japan-Erfahrungen. Ja, nach meinem letzten Video über den Taifun Nummer 15, der ja über Tokio und vor allem über Chiba hinweggefegt ist, habe ich eigentlich gedacht, ja, damit ist das Thema Taifun erledigt. Aber jetzt bin ich genau hier in Nagasaki, als der Taifun 17 über Nagasaki hinweggerollt ist. Deswegen erzähle ich euch heute ein bisschen, wo ich ziemliches Pech gehabt habe, wo ich noch Glück im Unglück hatte. Und ich bin am Ende des Taifuns sogar drauf und dran gewesen, rauszugehen, obwohl es halt noch gestürmt und geregnet hat. Und das erzähle ich euch heute auch alles. Ich bin hier übrigens gerade im Shimeizu. Das ist so eine alte Villa mit Garten quasi in Shimabara. Und es ist echt schön, ja. Also irgendwelche adligen Japaner haben sich das damals, glaube ich, gebaut als Villa. Und Shimabara hier, das liegt ein bisschen östlich von Nagasaki, also auch ein sehr schöner Spot für einen Tagesausflug von Nagasaki aus. Übrigens, zu diesem Zeitpunkt habt ihr wahrscheinlich schon mal ein kleines Geschichtsvideo über Nagasaki gesehen, wo ich in Dejima war und euch ein bisschen was über die Geschichte von Nagasaki erzählt habe. Und da habe ich noch eine Sache vergessen, die allerdings nichts mit der Geschichte zu tun hat. Kleiner Fun Fact: In Nagasaki haben die Katzen alle so geschlängelte Schwänze. Und ich habe das Gerücht gehört, dass Leute aus Nagasaki anscheinend glauben, dass es normal ist, dass Katzen diesen geschlängelten Schwanz haben und dann Katzen mit einem geraden Schwanz für Katzen aus dem Ausland halten. Also lustiger Fun Fact. Okay, aber kommen wir auf den Taifun zu sprechen. Also, es ist gerade langes Wochenende in Japan und ich habe gedacht, jawohl, langes Wochenende, richtig geil, da kann man nochmal irgendwie unterwegs sein. Man hat ja leider nicht so viel Urlaub in Japan, und ich wollte schon immer mal nach Nagasaki, halt eben auch wegen der interessanten Geschichte, ne, siehe Dejima und so weiter und so fort. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt langes Wochenende in Japan, ich fliege nach Nagasaki. Ich also das Ticket gebucht, hierher geflogen, wunderbar. Und schon im Vorfeld wurde der Wetterbericht für diese Woche immer schlechter. Also es sah dann nach Regen aus, und zwischenzeitlich war der Wetterbericht so, dass perfekt Samstag bis Montag, also Montag ist Feiertag, dass perfekt Samstag bis Montag Regen ist und aber unter der Woche komplett sonnig. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Ich bin Samstag bis Montag hier und genau die 3 Tage sind einfach voller Regen. Und ein paar Tage vor Abreise stellte sich dann heraus, dass die Ursache des Regens ein Taifun ist, der auf Nagasaki zurollt, und zwar der Taifun Nummer 17. Und da habe ich gedacht, ui, das sieht nicht gut aus. Und dann habe ich natürlich immer wieder den Wetterbericht verfolgt, und ich habe auch so eine App, wo dann das Wetter angezeigt wird. Und es sah halt so aus, als ob dieser Taifun wirklich genau mit dem Auge des Sturms auf Nagasaki trifft am Sonntag, also perfekt. Und da sah es halt eben so aus, dass es am Samstag schon regnet. Der Sonntag fällt dann komplett ins Wasser durch den Taifun, und selbst Montag ist dann wahrscheinlich noch Regen nach dem Taifun. Und ich habe schon gedacht, okay, komplett das Wochenende fällt wahrscheinlich ins Wasser. Und naja, das ist erstmal der Punkt, wo ich Unglück hatte, denn ich fliege nach Nagasaki und dann ist da genau ein Taifun, also besseres Timing geht eigentlich nicht. Es sollte sich dann doch herausstellen, dass ich Glück im Unglück haben sollte, und zwar der Samstag war eigentlich super Wetter. Da hat es tagsüber überhaupt nicht geregnet und ich konnte problemlos zu Dejima und zu diesem Peace Memorial Park zur Atombombe, also Samstag, richtig Glück gehabt.
Und dann ging es allerdings Samstagabend gegen 10 los. Also ich bin perfekt um 10 zurück zum Hotel und ab da ging es los mit dem Regen. Ja, und jetzt erzähle ich euch einfach mal ein bisschen, wie das dann während des Taifuns so war und wie ich das erlebt habe. Also zum einen muss ich sagen, dass es am Samstag so aussah, dass der Taifun so Sonntagnachmittag voll auf Nagasaki trifft. Und es dann abends sich aber wieder beruhigt. Und deswegen habe ich erstmal ordentlich im Kombini Sachen eingekauft, Essen eingekauft, dass ich halt Frühstück und Mittagessen wenigstens habe. Und ich habe gedacht, na, abends sieht so aus, als ob man dann wieder raus kann. Also fürs Abendessen hatte ich dann nicht mehr wirklich vorgesorgt. Und so hatte ich dann eben genug Essen für Frühstück und Mittagessen, aber dann nicht mehr wirklich fürs Abendessen. Und naja, das heißt, ich habe mich eingebunkert und so kam der Sonntag. Und es war dann aber allerdings so, dass Sonntagmorgen und Sonntagvormittag und auch am frühen Nachmittag es noch nicht so krass war. Also es regnete schon, es stürmte schon, aber es war jetzt noch nicht so übel. Und so blieb ich also die ganze Zeit einfach im Hotel. Ich habe einfach YouTube geschnitten hier für euch. Das Nada-Video über Linksverkehr habe ich hier oben wahrscheinlich verlinkt. Und so kam es dann aber, dass es Samstagnachmittag erst richtig krass war. Und also wer mir auf Instagram folgt, der hat es vielleicht auf Instagram schon mitbekommen. Nachmittags, ich glaube so gegen 5 Uhr rum, wenn ich mich recht erinnere, kam dann eine Durchsage durch diese Lautsprecher, die in der Stadt aufgestellt sind. Und es hieß halt, ja, gehen Sie bitte nicht raus, wenn es nicht nötig ist und verschließen Sie Ihre Türen ordentlich. Und da habe ich mir gedacht, naja, wenn die das durch die Lautsprecher hier ansagen, dann wird es wahrscheinlich ziemlich krass. Und ich also weiterhin einfach im Hotel geblieben. Und so kam dann der Taifun. Und der Taifun kam zwar nicht wie Anfang erwartet direkt mit dem Zentrum auf Nagasaki, sondern das Zentrum ist eher so über dem Ozean geblieben zwischen Japan und Korea. Nichtsdestotrotz hat es halt krass gestürmt und gewindet und vor allen Dingen der Sturm hat die ganze Zeit Getöse gemacht. Also ich war im Zimmer und es hat ordentlich getöst. Aber ich war sicher im Zimmer. Also ich bin einfach drin geblieben und mir ist dann halt nichts passiert. Jo Leute, also ich glaube, ich bin gerade im Auge des Sturms. Es regnet gerade eigentlich nicht so krass, aber es windet halt immer wieder extrem heftig, wie man sieht. Und vermutlich wird der Regen wieder krasser, wenn der Taifun sich weiter bewegt und ich wieder nicht mehr im Auge des Sturms bin. Aber ja, ist sehr spannend und ich bleibe auf jeden Fall einfach noch im Hotel und warte, bis die Scheiße hier vorbei ist. Der einzige Moment, wo es echt mal kurz gruselig war, war, das Licht im Zimmer hat einmal kurz geflackert. Es war einmal kurz quasi dunkel und danach, also mein Laptop, mein MacBook war angeschlossen an die Stromversorgung. Und es hat dann nach dem Flackern des Lichtes einmal kurz so bling dieses Ladegeräusch vom MacBook gemacht. Also dieses Geräusch, was das MacBook macht, wenn man das Ladegerät einsteckt. Das heißt, da war wahrscheinlich für eine Millisekunde oder so der Strom unterbrochen. Ich habe so gedacht, ui, hoffentlich kein Stromausfall. Aber dabei ist es zum Glück geblieben und ich hatte keine weiteren Probleme. Problematisch wurde es dann allerdings später, denn ich hatte, wie gesagt, für Frühstück und Mittagessen vorgesorgt, aber dann nicht wirklich für Abendessen. Und ich hatte zwar noch irgendwie so einen Donut rumliegen, der mich echt ein bisschen gerettet hat, aber ich habe so Hunger bekommen abends. Und der Taifun, der fegte aber unermüdlich über der Stadt und ich konnte halt nicht rausgehen. Ich meine, ich hatte Hunger und ich saß da in diesem Zimmer fest. Und ich habe gedacht, hätte ich mal fürs Abendessen vorgesorgt oder wäre ich mal lieber fürs Frühstück rausgegangen und hätte mir dann das Essen fürs Abendessen aufgespart. Und naja, ich meine, ich hatte ja noch ein bisschen was da, damit konnte ich mich so über Wasser halten. Und dann habe ich mir abends schon so gegen 9 oder 10 Uhr überlegt, ja, soll ich jetzt rausgehen, ein bisschen was zu essen kaufen, soll ich riskieren oder soll ich einfach bis zum nächsten Tag aushalten? Und ich habe so ein Plastikponcho dabei, mit dem man sich halt komplett bedecken kann. Und ich sah mich schon mit diesem Plastikponcho irgendwie rausrennen, zum Kombini ein Essen zu kaufen. Aber ich habe dann noch ein bisschen ausgeharrt, ich habe dann ein bisschen ausgehalten, immer wieder den Wetterbericht verfolgt auf der App. Dann wurde es nach 10 Uhr so 10:30, 11 dann wirklich ruhig und dann stürmte es kaum noch, es regnete nicht mehr und es war quasi das Schlimmste überstanden. Dann habe ich gedacht, Gott sei Dank, jetzt kann ich endlich wieder rausgehen und dann bin ich einfach mal kurz zum Kombini gegangen und habe mir Essen geholt. Oh, jo Leute, 23 Uhr, ich bewege mich zum ersten Mal vor die Tür, denn es war halt den ganzen Tag einfach Taifun. Ihr seht, es hat sich beruhigt, es stürmt zwar hin und wieder noch ganz schön, aber gerade regnet sogar nicht. Das heißt, ich kann endlich zum Kombini und Essen kaufen, ich habe schon Hunger. Es
Und damit ist die Taifun-Geschichte eigentlich schon am Ende. Und man kann zusammenfassend sagen, dass der Sonntag eben komplett ins Wasser gefallen ist, wie eben vorhergesagt, wie vorhergesehen. Aber ich hatte trotzdem großes Glück, denn der Samstag war richtig gutes Wetter und auch heute jetzt hier am Montag ist richtig gutes Wetter. Also kein Regen am Montag, außer dann halt spät abends. Und kein Regen heute, also da habe ich richtig Glück gehabt. Ja, also abschließend lässt sich sagen, beim Taifun bleibt am besten einfach drin und kauft vorher ordentlich Essen, damit ihr vorgesorgt habt. Und ansonsten, solange ihr drin seid und das Haus irgendwie nicht aus Pappe gebaut ist, dann übersteht ihr das sicherlich auch. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Peace!